Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zum Let's Play Ski Challenge 2013. Ich bin der gute alte Chris und dies ist ein kurzes Let's Play. Geht circa über, ja, pipapo, vier Folgen und wir fangen auch sofort an und klicken auf Spielen. Und nun können wir unseren eigenen Skifahrer-Design, was wir auch natürlich tun werden. Uns wird dieser hier vorgeschlagen. Drehen wir ihn einmal. Es besteht die Möglichkeit, aus verschiedenen Anzugdesignen auszuwählen und dabei auch jeweils die Farbe zu verändern. Ganz wie es einem gefällt. Wir hingegen klicken jetzt auf Zufall. Und am besten, wir starten auch sofort mit der ersten Trainingsfahrt. Wir können das Spiel auch online spielen, jedoch muss man sich dann bei der Ski Challenge registrieren. Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt weniger Lust. Und nun können wir aussuchen zwischen Zeitrennen, Freeride, Zeitbombe, Arcade, Blitzeis, Talfahrt oder Extrem. Und wir fangen am besten an mit dem ersten, was uns hier vorgeschlagen wird, den Zeitrennen. Der Ski Challenge Klassiker. Absolviere den gesteckten Kurs so schnell wie möglich. Stürze und Torfehler sind nur im Training erlaubt. Jo, das ist doch perfekt für uns, oder? Und dann haben wir noch verschiedene Strecken zur Auswahl: Gröden, Bormio, Wengen, Kitzbühel und Schladming. Auch die Wetterbedingungen sind unterschiedlich. Wir können entscheiden zwischen Sonne, Neuschnee, Eis. Wir bleiben aber bei der Sonne, weil wir auch noch ungeübt sind und, oder besser gesagt, ich bin noch ungeübt und beginnen mit der ersten Strecke mit Gröden. Qualifikationszeit 2:45, Wettkampfstart 14.12.2012 um 9 Uhr. Wettkampfende 16.12.2012, 21 Uhr. Okay, dann legen wir mal los, ne? Mit C wechselst du zwischen den Kameraansichten. Ob uns das weiterhelfen wird, ich weiß ja nicht. Und jetzt können wir aussuchen zwischen Beginner, Classic, Extreme und Eigen. Ich habe mir überlegt, wir spielen auf Classic, da ich extrem, schätze ich mal, zu schwierig halte und ich weiß nicht, ob ich da nicht doch zu oft stürzen würde. Und Beginner ist, schätze ich mal, zu einfach. Deshalb nehmen wir die goldene Mitte und beginnen jetzt mit dem ersten Rennen. Wir stehen da oben und stürzen uns hinab die Piste. Die Strecke. Oh, neben uns erscheint schon der Geist. Wir müssen wahrscheinlich vor diesem im Ziel ankommen, was sich wohl nicht so als einfach gestaltet. Noch sind wir hinter ihm. Und wir düsen hier die Strecke. Wir müssen zwischen den blauen Linien bleiben. So ist das Feld abgesteckt. Ich weiß nicht, ob die Tore wirklich eine Rolle spielen. Also, ich könnte ja mal außerhalb an den vorbeifahren und gucken, ob das was im Spielgeschehen verändert. Und nun haben wir ihn überholt. Ist das nicht toll? Und mit dem Affenzahn geht's hinab. Und wir gucken jetzt gleich mal auf die Zeit. Oh, wir führen eine halbe Sekunde. Ist das nicht? Und fahren jetzt gegen die Bande. Das ist ziemlich schlecht gewesen, aber egal. Noch haben wir nicht verloren. Wir haben immer noch eine geringe Chance. So gering sie auch ist. Wir nehmen sie an. Und rasen weiter hinunter die Piste. Vielleicht nimmt uns das Spiel das nicht so übel, dass wir dagegen gefahren sind. Vielleicht haben wir auch noch eine Chance. Oh, wir führen sogar noch. Es scheint so, als wäre unser Gegner auch hineingefahren. Und wie man schon hier sehen kann, ist die Umgebung ziemlich schlicht gehalten. Oh, jetzt bin ich an dem tiefsten Schnecken geblieben. Aha.
bin gespannt. Ach, er ist auch gegen die Bande gefahren. Bin ich das zufällig? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie man den Geist hier aufstellen kann. Das müsste ich vielleicht gleich nochmal verändern. Auch das Publikum ist sehr interessant. Also für ein kostenloses Spiel geht es noch. Und da bin ich vorbeigefahren. Und wieder gegen die Bande. Ach, ist das doch furchtbar. Eigentlich lief der Anfang ja ganz gut. Und jetzt? Es wird ja immer schlimmer hier bei uns. Ah, wir düsen weiter die Strecke hinunter. Aufgeheizt von unseren Fans, die hier zahlreich erschienen sind und an den Pisten uns anjubeln mit ihren Fahnen. Und wir versuchen unser Glück. Und da sehe ich schon das Ziel und wir fahren geradeaus direkt drauf zu. Und ich glaube, wir haben leider verloren mit 10 Sekunden Rückstand. Das ist ziemlich peinlich. Daher fangen wir am besten nochmal von vorne an. Und starten wieder runter. Diesmal hoffentlich ohne Fehler. Natürlich habe ich das Spiel erst einmal ganz kurz angetestet. Mit dem guten alten Marvin zusammen, den ihr aus dem Let's Play Minecraft kennt. Vielleicht hat er auch in der Zwischenzeit schon ein eigenes Projekt gedreht. Hier. Ach ja, letztes Mal haben wir auch Let's Play Slender zusammen gemacht und schon ziemlich bekannt, dieser gute alte Mann. Oh, da hat er die Stange mitgenommen. Und wir hüpfen hier immer noch entlang. Ich hoffe mal, dass ich diesmal nicht gegen die Bande fahre. Ich gebe mein Bestes. Ich möchte natürlich auch gewinnen. Ich glaube, hier kommt die Stelle, die kritische Stelle. Und da ist er, ist mein Gegenspieler hineingefahren. Also die Demo-Geist, keine Ahnung, was das für ein Viech ist. Und jetzt sind wir knapp der Bande entkommen. Zum Glück. Wie schon gesagt, ich bin hier nicht gerade der Pro-Gamer in diesem Spiel. Da gibt es wahrscheinlich bessere unter euch. Oder andere Let's Player, die es vielleicht ein bisschen besser können. Aber es geht ja nur darum, das Spiel euch ein bisschen zu zeigen. Es war kostenlos in der Build, deshalb mache ich das jetzt hier auch. Ich würde mir dieses Spiel hier wahrscheinlich niemals selber zulegen. Dafür wäre mir das Geld ehrlich gesagt zu schade. Weil von der Spielgrafik, vielleicht auch wenn sie ein bisschen besser ist bei der, wenn die Version was kosten würde, wäre es trotzdem nicht sehr ansprechend. Da gibt es wesentlich bessere Spiele, die kostenlos im Internet erhältlich sind. Also gegen so ein Battlefield 3 oder so. Natürlich nicht kostenlos, das wissen ja alle von uns. Kommt das hier nicht dran. Erstens, weil die Kulisse schlecht ist. Zweitens, insgesamt. Das Männchen scheint so, als würde es über den Boden gleiten. Es berührt gar nicht mehr den Schnee. Und wir haben gewonnen. Das ist sehr toll. Jetzt können wir entscheiden, ob wir uns die Fahrt nochmal angucken wollen oder ob wir die Fahrt speichern. Aber ich glaube nicht, dass sich das speichern lohnt, da ich das Spiel eh nach diesem kurzen Let's Bullshit löschen werde. Und wir kehren zurück zum Startmenü. Ha, wir können nochmal eine schwierigere Stufe einstellen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Und nun nehmen wir das nächste in Angriff. Neuer Fahrer, neues Glück. Und wir klicken auf Zufall. Wen haben wir denn da? Eine Frau. Na gut. Der gelbe Blitz. Das ist natürlich schön. Wieder auf Training. Und diesmal nehmen wir Freeride. Die Regel lautet, ohne jede Regel. Finde den schnellsten Weg ans Ziel. Achtung, die Sturzgefahr ist nicht ausgeschlossen. Ja. Das ist doch gerade das Richtige für uns alten Pro-Gamer. Und los geht's. Diesmal nehmen wir Bormio. Strecke. Start.
2255 Meter Ziel, 1268 Meter Länge, 3186 Meter Gefälle, 13% bis 63%. Okay, dann geht's los. Ein schneller Neustart der Fahrt erfolgt mit der Taste R. Ach, sowas brauchen wir auch gar nicht. Wir gehen wieder auf Classic und starten das Spiel. Oben an der Hütte geht's ab hinunter und eine gute Beschleunigung haben wir hier. Knien uns nieder, um dem Fahrtwind auszuweichen. Aerodynamisch werden wir immer schneller. Müssen jedoch aufpassen, dass wir nicht gegen die Bande fahren. Da habe ich ehrlich gesagt am meisten Schiss, dass wir hier nur die Bande mitnehmen. Das wäre auch ziemlich ätzend. Oh, erstes Dorf vorbei. Aber das ist ja Freeride, das spielt hier keine Rolle, ob wir durch das Dorf fahren oder nicht. Um durch die Tore zu fahren, müssen wir nämlich immer wieder aufstehen, damit unsere Fahrt sich verlangsamt. Auch Schleichwerbung ist hier an den Spielrändern zu erkennen. Mal gucken gleich von wem. Und da sind wir schon gegen den Zaun gefahren. Ich weiß jetzt nicht, was das für ein Bild ist. Anscheinend ein Holzzaun. Aber wir werden wieder neu aufgesetzt. Gut, dass das Spiel da nicht aufhört, nachdem man gegen die Bande gefahren ist. Aber der Zaun hält uns auf, gegen die hübschen Zuschauer zu fahren. Die Betonung liegt da auf hübsch. Gamesthrone.com? Ist das richtig? Ne, Games Twist. Müssen wir nachher mal gucken, was wir auf dieser Internetseite finden. Ihr könnt ja selber mal googeln vielleicht. Gucken, ob ihr die Seite findet. Ich werde es auch nachher mal tun. Natürlich, nachdem ich das Spiel deinstalliert habe. Also, so ein Spiel muss nicht unbedingt meinen Speicherplatz zumüllen. Vielleicht gibt es ja unter euch welche, die das Spiel mögen. Vielleicht könnt ihr euch das ja gerne besorgen. Ich hab's, ich weiß nicht, ob ich es gerade angesprochen habe, aus der Computerbild. Und dann dachte ich mir, machst du mal ein kleines Let's Bullshit, Let's Test, Let's Play, wie auch immer für das Spiel. Und wir sind jetzt unten angelangt mit einer Zeit von 2:24, was natürlich Weltklasse ist. Obwohl sich bestimmt die Profis darüber kaputt lachen. Und kehren zurück zum Hauptmenü.